So, in der letzten Stunde haben wir uns vor Augen geführt, unter welchen Umständen denn sowas wie ein Staat entsteht, was die Vorzüge und die Kosten des Staates sind. Unter den Vorzügen des Staates haben wir herausgefunden, dass dann jede Menge von öffentlichen Gütern produziert werden kann. Etwa Sicherheit nach außen, Rechtssicherheit im Inneren, bis hin zur sozialen Gerechtigkeit. Und einer der ganz großen Vorzüge, wenn es einen Staat gibt, ist, eine festbestehende Staatsmacht kann man auch bändigen. Da, wo es kein Faustrecht mehr gibt, gibt es institutionelle Ansatzpunkte, um dafür zu sorgen, dass Macht nicht willkürlich ausgeübt wird. Und es gibt vier Möglichkeiten oder vier Bereiche, in denen Staatsmacht gebändigt werden kann, an die Kette gelegt werden kann. Das eine ist die Rechtsstaatlichkeit, die haben wir in der letzten Stunde gründlich behandelt. Und heute zu behandeln sind einerseits die Gewaltenteilung, wo auch Grundlegendes über Staatstypen ausgeführt werden kann. Es ist dann das Demokratieprinzip, wo Grundlegendes über verschiedene Realisierungsformen von Demokratie auszuführen ist. Und dann etwas vom Schönsten, worüber man reden kann, der Liberalismus. Der Liberalismus, der in den letzten Jahren immer mit dem hässlichen Wort Neo versehen worden ist und dann wie sozusagen etwas ganz Furchtbares aussah, in Wirklichkeit ist er eine der besten Erfindungen, die gemacht worden sind. Ich würde mal sagen, seit der Erfindung von Rotwein. Schauen wir auf die Gewaltenteilung. Gewaltenteilung stellen sich viele Leute sehr einfach vor, nämlich Legislative, Exekutive, Judikative, und das ist es, und das ist es gerade nicht. Gewaltenteilung ist ein sehr komplexes Gebilde. Sie besteht aus nicht weniger als 6 verschiedenen Formen von Gewaltenteilung, die allesamt miteinander gekoppelt werden können und miteinander gekoppelt etwas Schönes ergeben. Das eine nennt sich soziale Gewaltenteilung. Soziale Gewaltenteilung meint, dass alle Positionen in einem Staat im Grundsatz für sämtliche Bürger frei zugänglich sind. Jeder kann rechtlich alles werden. Es gibt keine Standesvorbehalte. Nur Adlige dürfen den diplomatischen Dienst, nur Königssöhne dürfen Staatsoberhäupter werden. Dass das sozial verschieden ist, dass das Sozialkapital, das man mitbekommt, schon auch vielfach die Wege prägt, die man im Leben nehmen kann, das ist wahr. Außerdem interessiert sich aber ohnehin nicht jeder für Politik, sodass manche Leute gar keine politischen Positionen suchen. Die zentrale Regel ist, es darf keine rechtlich fixierten sozialen Schranken geben, zum Beispiel eben auch keine, die man am Geschlecht von Menschen festmacht, wo wir inzwischen, Herr Gottlob, sehr aufgeholt haben. Die Auswahl, wer auf eine politische Position gelangt, erfolgt in einem diesbezüglich gewaltenteiligen Staat, allein nach Kriterien, die ohne Anbetracht der konkreten Person gelten, nach allgemeinen Kriterien also, unser Erfolg in fairer Konkurrenz unter Rechtsgleichen. Denn aus der Tatsache, dass ich so furchtbar gerne Bundespräsident wäre, aber leider Gottes der Steinmeier es geworden ist, folgte nicht, dass das irgendwie falsch wäre. Mich hat halt niemand vorgeschlagen, niemand gewählt, den Steinmeier schon, und das wird schon seine Gründe haben. Und das heißt, es war eine faire Konkurrenz. Ich hätte mich ja auch schon vor 40 Jahren anstrengen können, in die Politik zu gehen. Also faire Konkurrenz unter Rechtsgleichen. Das nennt sich soziale Gewaltenteilung. Und die Folge, die man anstreben will, ist, dass keine Schicht oder keine Klasse in einer Gesellschaft die Staatsmacht usurpieren kann. Nicht der Adel regiert über den Rest der Gesellschaft oder die eine Klasse, wie auch immer geführt, regiert über die anderen Klassen. Jeder in einer Gesellschaft kann an der Ausübung politischer Macht teilhaben, sodass sich über die Vertreter unterschiedlicher Klassen und Schichten auch die unterschiedlichen Klassen und Schichten selbst kontrollieren können. Letzteres freilich ist eher eine Wunschvorstellung als die Wirklichkeit. Empirische Studien zeigen, dass in Deutschland in der Regel die Rekrutierung der Politik in der Mittelschicht aufhört. Aus der Oberschicht findet man selten jemanden, der in die Politik geht, aus den Tiefen der Unterschicht. Aus den Tiefen der Unterschicht finden sich, seitdem die SPD keine Arbeiterpartei mehr ist, auch nicht mehr so furchtbar viele, die den Weg in die Politik finden. In den USA ist die Vorbedingung für politische Spitzenämter, dass sie privat ein Millionär sind. Also
es klingt in der Theorie besser, als es in der Praxis verwirklicht ist, aber diesbezüglich steht schon bei Shakespeare, der Vorsatz bleibt gut, wenn wir ihn auch nicht erfüllen. Also der Grundsatz der sozialen Gewaltenteilung ist wunderbar, das ist ein Kennzeichen offener Gesellschaften und es stellt sich leider nicht alles rechtlich, was rechtlich vorgesehen ist, auch praktisch so ein. Schauen wir auf die dezisive Gewaltenteilung. Kommt von lateinisch decidere, etwas entscheiden. Ich lese das Wort dezisiv in Klausuren immer wieder falsch geschrieben, prägen Sie es sich richtig ein und merken Sie sich vielleicht sogar, dass es von lateinisch decisio, die Entscheidung kommt. Gemein ist damit Folgendes. Ein Staat ist so eingerichtet, dass es beim Prozess der politischen Willensbildung, beim Prozess der Entscheidungsfindung keine Politikmonopole gibt. Es gibt keine Person, keine Gruppe, keine Organisation, keine Institution, die das Monopol darauf hat, Politik zu machen. Achtung, das klingt ganz einfach, aber die meisten Leute geraten in Schleudern bei der Frage danach, ob denn die Lobbyisten einer erlaubten Tätigkeit nachgingen. Darf denn das sein, dass Verbandsvertreter mit Regierungsangehörigen, mit hohen Beamten, gar mit Parlamentariern Austausch pflegen? Dürfen die sich in die Politik einmischen? Ja, die Antwort lautet ja selbstverständlich. In einem freiheitlichen Staat gibt es kein Politikmonopol für Politiker. Jeder darf sich in Politik einmischen. In der Zivilgesellschaft, im Verbändewesen, jeder. Deswegen ist es ja eben Gewaltenteilung, weil niemand die anderen von Politik machen ausschließen darf. Nicht einmal solche, die man nicht mag. Es entfaltet sich dezisive Gewaltenteilung in Gestalt von Pluralismus. Darüber werden wir noch eine ganze Stunde haben. Hier die Leitgedanken von Pluralismus, die auch die Leitgedanken von Gewaltenteilung sind. Menschen sind verschieden, und zwar zu Recht. Menschen haben verschiedene Interessen, die sie selbst bestimmen. Es gibt legitime Vielfalt oder modisch ausgesprochen, bunt ist gut. Es ist vernünftiger, diese Interessenvielfalt oder auf heutige Mode ausgesprochen, diese Buntheit einer Gesellschaft zu akzeptieren, als gegen diese Buntheit anzukämpfen. Interessenvielfalt ist zu akzeptieren, sie ist nicht zu vereinheitlichen. Und weil eben aus der Vielfalt von Interessen auch Innovationen kommen, auf die man sonst nicht käme, ist also solche Vielfalt gut. Und deswegen soll der Staat den Bürgern nur minimale Vorgaben machen. Nur das, was unverzichtbar ist, Grundkonsens, Gewaltfreiheit und so weiter, Menschenrechte. Nur da soll es Vorgaben geben, ansonsten soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Das politische System insgesamt soll einen aufbauen auf solche Interessenkonkurrenz, wo die einen dieses wollen, die anderen jenes nicht wollen oder das wollen, was die anderen ablehnen. Und die Spielregel ist, dass lediglich die in freien Wahlen oder Abstimmungen festgestellte Mehrheit entscheiden soll, was von den unterschiedlichen Interessen tatsächlich allgemein verbindlich gemacht wird. Interessenvielfalt ist da, sie ist gut, auf sie soll der Staat gebaut werden und die Mehrheitsregel soll dafür sorgen, dass am Schluss irgendwann klar wird, was denn tatsächlich gemacht wird. Aber natürlich gelingt die Gründung eines Staates auf Konkurrenz, denn um das geht es, auf Streit, denn das ist die Erscheinungsform von Konkurrenz. Natürlich gelingt das Gründen eines politischen Systems auf Streit und Konflikt ohne Gefahr für Bürgerkrieg, ohne Gefahr von Bürgerkrieg und ohne Gefahr für das Gemeinwohl, nur wenn bestimmte Sachen klar sind. Nämlich es braucht einen Minimalkonsens. Wir werden sehen, dass er drei Elemente umfasst. Wertekonsens, in der Regel Würde des Menschen, was daraus folgt. Gewaltfreiheit, also Verfahrenskonsens mit Gewaltfreiheit als zentralem Element des Verfahrenskonsenses und Ordnungskonsens, Konsens darüber, in welcher Arena, auf welcher Bühne, welche Art von Streit ausgetragen wird. Und es braucht dann natürlich einen wirkungsvollen Schutz von Minderheiten und von Schwachen. Denn dass sich die Interessen der Stärkeren leichter durchsetzen als die Interessen der Schwächeren, das leuchtet jedem Menschen ein. Folglich kann man einen Staat, der zugleich Gerechtigkeit praktizieren will, nicht ausschließlich auf Interessenkonkurrenz aufbauen, wo jeder sich so durchsetzt, wie er will, sondern von Staats wegen müssen jene geschützt werden, die bei einer freien Konkurrenz stets unter die Räder kämen. Ohne Minderheitenschutz, ohne Schutz von Schwachen kann man Pluralismus nicht haben,
und kann man dezessive Gewaltenteilung nicht auf Dauer haben, denn jene, die ständig unterliegen, wird irgendwann so ein System nicht mehr als legitim empfinden. Und auch diese dezessive Gewaltenteilung ist ein Kennzeichen von offenen Gesellschaften im Sinn von Karl Popper. Die dritte Form von Gewaltenteilung nennt sich die vertikale Gewaltenteilung. Und sie meint im Wesentlichen nichts anderes als die Aufteilung der Staatsmacht auf verschiedenen Staatsebenen. Bislang haben wir ja im Modell des politischen Systems einen einzigen Kreislauf betrachtet. Die Gesellschaft hat Forderungen oder Unterstützungsleistungen, die werden vom zentralen politischen Entscheidungssystem umgesetzt in Entscheidungen und die wirken sich aus und so geht der Kreislauf weiter. Man kann den Kreislauf aber mehrstufig ausüben. Da haben wir die Gesellschaft, die hat ihr zentrales politisches Entscheidungssystem, etwa auf nationaler Ebene, mit diesem Kreislauf. Aber in seinen Staat können ja Gliedstaaten eingebettet sein, etwa in Deutschland nicht weniger 16 Bundesländer. Die haben natürlich auch ihre zentralen politischen Entscheidungssysteme und ihre Politikkreisläufe. Ob das nun 2 sind oder 16 oder 50 wie in den USA, es ändert nichts an der Sache, dass dann die staatliche Macht schon auf 2 Ebenen aufgeteilt ist. Natürlich können sie unter die Ebene von subnationalen Regierungen nochmal gesonderte kommunale Selbstverwaltung einbauen, wie in Deutschland. Und selbstverständlich können sie solche Staaten in übergreifende, in supranationale politische Systeme mit ihren Politikkreisläufen einbetten, wie etwa die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Politikkreislauf und die Französische Republik mit ihrem Politikkreislauf in das politische System der Europäischen Union. So entsteht ein komplexes Mehrebenensystem, komplexes Mehrebenenregieren, wobei dann schon entscheidend ist, wie sind denn die Kompetenzen zwischen den unterschiedlichen Staatsebenen aufgeteilt, was gibt es da an Blockademöglichkeiten und funktioniert ein so komplexes Räderwerk überhaupt? Gewaltenteilung kann sehr wohl so weit getrieben werden, dass der politische Prozess zum Stillstand kommt, dass keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Ja, dann hat man sozusagen den Paracelsus-Rat nicht beherzigt. Jeder Wirkstoff wirkt als Gift oder als Heilmittel in Abhängigkeit von der Dosierung. Etwas Gewaltenteilung sichert Freiheit. Zu viel Gewaltenteilung unterbindet politische Entscheidungen. So irgendwo zwischen beiden Extremen muss man sich dann platzieren. Der Grundgedanke bei vertikaler Gewaltenteilung ist der, dass man die Staatsmacht auf verschiedene Ebenen aufgliedert, nach der Leitregel, dass so viel an Politik wie nur möglich auf möglichst niedrigen Ebenen im System gemacht werden soll. Möglichst nah an den Betroffenen soll erkundet werden, was es an allgemein verbindlichen Regelungen und Entscheidungen braucht. Nur das, was auf der niedrigeren Ebene nicht wirkungsvoll erledigt werden kann, soll auf die nächsthöhere Ebene abgeschoben werden und von dort auf die nächsthöhere Ebene und so weiter. Wobei sämtliche staatlichen Ebenen einander durch den Grundsatz der wechselseitigen Treue, der Bundestreue im deutschen Staatsrecht verbunden sind. Wechselseitige Loyalität und Solidarität. Und das soeben von mir beschriebene Gestaltungsprinzip nennt sich Subsidiarität, ist inzwischen im Europäischen Unionsvertrag verankert und soll sicherstellen, dass im europäischen politischen System die europäischen Nationalstaaten nicht ihre demokratischen Selbststeuerungsfähigkeiten verlieren. Ausgedeutscht ist zu sagen, dass das Subsidiaritätsprinzip der katholischen Soziallehre des frühen 20. Jahrhunderts entspringt, dass sie eben meint, dass die Zuständigkeiten und Gestaltungsressourcen, also auch das staatlich vereinnahmte Geld, möglichst nahe bei den Betroffenen liegen soll. An dieser Stelle weicht die Wirklichkeit meistens vom Soll ab. Etwa haben die deutschen Kommunen kaum nennenswerte Eigeneinnahmen, aber der größte Teil der Daseinsvorsorge ist Aufgabe von Kommunen. Und seitdem auch noch der Bund in die kommunale Ebene hineinregieren darf, indem der Bund nämlich Gelder für die Erneuerung von Schulen zur Verfügung stellt und natürlich entsprechende Auflagen machen wird, ja, ist es mit der Subsidiarität allmählich so furchtbar weit nicht mehr her. Der Regel wäre eigentlich, dass jede höhere Ebene nur jene Zuständigkeiten besitzen soll, die auf der niedrigen Ebene nicht wirkungsvoll ausgeübt werden können. Dass man also Subsidiaritätsprinzip, das liegt vertikale Gewaltenteilung zugrunde, sie entsteht, die vertikale Gewaltenteilung, entweder durch die Ausdifferenzierung von Subsystemen. Ein Staat gliedert sich auf, das haben die Briten gemacht im Zusammenhang mit der Devolution. Das haben die Franzosen gemacht mit der Regionalisierung der 1980er Jahre. So entsteht dann dissoziativer Föderalismus oder auch zentrifugaler Föderalismus.
Vertikale Gewaltenteilung kann auch entstehen, indem oberhalb bestehender politischer Systeme ein neues errichtet wird, ein gemeinsames Suprasystem. Dann entsteht das, was auf Fachhochdeutsch heißt, assoziativer Föderalismus oder zentripetaler Föderalismus. Achtung, bitte schreiben Sie über Klausur nicht pedal, wie ein Fahrradpedal. Petal heißt das Ganze, von lateinisch petere. Petere streben nach, man strebt zum Zentrum hin. Und natürlich erfordert so etwas Komplexes wie vertikale Gewaltenteilung auch besondere institutionelle Ausgestaltungen. Man muss die Aufgaben der einzelnen staatlichen Ebenen voneinander abgrenzen. Das ist Sache von Kommunen, von Ländern, von Nationalstaaten, Sache der Europäischen Union. Man muss Regeln haben für das Zusammenwirken der einzelnen staatlichen Ebenen. Das sind sozusagen die Regierungen der substaatlichen Ebenen in einem gemeinsamen Regierungsorgan als Akteure drinnen. Oder werden die Bevölkerungen von substaatlichen Territorien in einem Organ wie dem amerikanischen Senat vertreten. Man muss ganz wichtig die Finanzbeziehungen regeln. Der vernünftige Grundsatz wäre der, dass jede staatliche Ebene ihre eigenen Einnahmen hat, die sie auch nach eigenem Ermessen erhöhen oder senken kann, dass aber jede staatliche Ebene auch mit dem Geld, das sie selbst generiert über Steuern und Abgaben, den Gesamtumfang ihrer Staatstätigkeiten finanzieren muss. Das ist zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Gerade die aufkommensstärksten Steuern stehen Bund und Ländern gemeinsam zu, sodass wir ein Verbundsystem haben, wo alles mit allem zusammenhängt und die größten Vorteile von vertikaler Gewaltenteilung gar nicht realisiert werden können. Man muss regeln, wie die Gliedstaaten an der Politik des Gesamtstaates mitwirken können. Das reicht von gar nicht wie in den USA bis so unglaublich intensiv im Fall der Bundesrepublik Deutschland. Und natürlich steigert solche Gewaltenteilung die Komplexität des politischen Prozesses erheblich. Ihr großer Vorteil ist die Subsidiarität, wenn die mit vernünftigen Finanzausstattung verbunden ist. Aber selbst dann wird der politische Prozess komplizierter, als er ohne vertikale Gewaltenteilung wäre. Aber Achtung, Politik ist immer dann am leichtesten, wenn es keine Gewaltenteilung gibt. Wenn alle Macht in einer Hand ist und unbelästigt von Rechtsregeln ausgeübt werden kann. Der Zweck von Gewaltenteilung ist ja gerade, Politik komplizierter zu machen, damit mehr Leute beteiligt sind und ihre Sichtweisen und Wissensbestände einbringen können und damit mehr Interessen berücksichtigt werden können. Denn je mehr Interessen berücksichtigt werden können, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierten die über sie ausgeübte Staatsmacht als legitim, als zu Recht ausgeübt empfinden. Damit können wir nun zur horizontalen Gewaltenteilung kommen. Das ist die bekannteste Form der Gewaltenteilung, die gleichwohl häufig missverstanden wird. Deswegen fangen wir etwas anders an und bitte versuchen Sie aus gewohnten Denkbahnen auszubrechen. Horizontale Gewaltenteilung meint ganz einfach die Aufteilung der Staatsmacht auf verschiedene Institutionen. Das sei unsere Gesellschaft, das sei das zentrale politische Entscheidungssystem, das verschiedene Institutionen umfasst. In das zentrale politische Entscheidungssystem kommen Inputs hinein und gehen Output hinaus. Und nun kann man das so einrichten, dass, sagen wir mal, vier verschiedene staatliche Institutionen miteinander eng zusammenwirken müssen, wenn regiert werden soll. Dann haben wir schon ein System von wechselseitigen Kontrollen und Hemmungen bei der Machtausübung. Und das ist schon gar nicht schlecht. Das ist das, was man oft ein Zwei-Schlüssel-System nennt. Etwa beim Abfeuern von Atomwaffen langt es nicht, wenn der Chef eines Staates mit Atomwaffen den entsprechenden geheimen Code an die Abschussbasis übermittelt. Es braucht zwei Offiziere dort, die beide gemeinsam zur Erkenntnis kommen müssen, dass das jetzt kein irrtümlicher Befehl war. Sodass nicht einer etwas tut, ohne dass der andere ihm in den Arm fallen könnte. Die Römer hatten das etwa, weil sie in der Römischen Republik hatten die das, als sie sämtliche wichtigen staatlichen Funktionen doppelt besetzten. Es gab zwei Konsuln und so weiter. Sie hatten das, als sie die Volkstribunen einführten, die gegen Maßnahmen der Konsuln an Ort und Stelle Einspruch erheben konnten. Das ist Aufteilung von Staatsmacht auf verschiedene Institutionen. Und Achtung, das kann man jetzt noch weiter verfeinern. Man kann ja unterschiedliche Institutionen in unterschiedlicher Weise an die Gesellschaft zurückbinden.
Man kann eine Institution, also erstens kann man die Machtmöglichkeiten der Institutionen miteinander ausbalancieren. Das war das, was hier beschrieben ist. Jetzt geht das Argument weiter. Man kann die Institutionen in unterschiedlicher Weise an die Gesellschaft zurückbinden. Eine Institution kann aus freien und allgemeinen Wahlen hervorgehen. In einer anderen Institution können die größten, die wichtigsten gesellschaftlichen Verbände drinnen sein. Bis hin zu den Organisationen des vorpolitischen Raumes. So was nennt sich in der Regel ein Wirtschafts- und Sozialrat. Die französische Fünfte Republik hat einen solchen, die EU hat einen solchen, die Vereinten Nationen haben einen solchen, wo also die Interessengliederung der Gesellschaft verankert ist. Manche Institutionen kann man sehr indirekt an die Bevölkerung zurückbinden. Etwa unser Staatsoberhaupt wird nicht vom Volk gewählt, sondern von den Bundestagsabgeordneten und einer gleich großen Anzahl von Leuten, welche die vom Volk gewählten Landtage dazu wählen. Und manche Institutionen sind vielleicht gar nicht mit der Gesellschaft verkoppelt, direkt verkoppelt. Wird dann bei uns die Verfassungsrichter. Sie werden zwar vom Parlament gewählt und sprechen ihre Urteile im Namen des deutschen Volkes, beziehungsweise, man muss es ja korrigieren, im Namen der länger schon hier Lebenden, sollen aber gerade nicht unmittelbar auf Willensbekundung der Bevölkerung reagieren. Das heißt, sobald ich horizontale Gewaltenteilung habe, habe ich verschiedene Institutionen, die ich fein in ihren Möglichkeiten, einander zu kontrollieren, gegeneinander ausbalancieren kann. Und ich kann zugleich das politische Institutionensystem in unterschiedlicher Weise an unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft zurückbinden. Noch ein historisches Beispiel. In der Römischen Republik war das Volk, natürlich die Männer, und zwar die waffenfähigen Männer, bei der Volksversammlung, meistens angetreten in militärischer Gliederung, bloß ohne Waffen, das nannte sich Zenturiatskomitien. Da wurden die wesentlichen Gesetze gemacht, da wurden die Volkstribunen und die wesentlichen sonstigen Wahlakte gemacht. Es gab den Senat, bestehend aus den Angehörigen der großen Familien, alle paar Jahre von den Zensoren darauf überprüft, wer würdig ist, im Senat zu sitzen. Da war die Rückkopplung in die gesellschaftliche Elite, die ihrerseits an der Spitze der Gesellschaft stand, wo jeder große Patron, also Senator als Patron, eine Menge von Klienten aus der normalen Bevölkerung hatte. So war dann das politische System unterschiedlich an unterschiedliche Teile der Gesellschaft zurückgebunden und konnte folglich unterschiedliche Responsivität zu unterschiedlichen Gesellschaftszweigen praktizieren. Das sind also die Leitgedanken horizontaler Gewaltenteilung und Sie sehen, von Legislative, Exekutive und Judikative ist noch überhaupt nichts zu sehen. Und wir sollten die horizontale Gewaltenteilung immer anhand von dieser Folie zu verstehen versuchen und nicht von dem üblicherweise gelehrten Dreierschema, das lediglich eine europäische Besonderheit ist und nicht über Europa hinaus oder die europäischen Kolonien hinaus so richtig verallgemeinerbar ist. Horizontale Gewaltenteilung und wie man sie ausgestaltet, hat viel damit zu tun, was für ein Typ von Regierungssystem entsteht. Und jetzt sind wir sozusagen im Kernbereich der traditionellen politischen Systemanalyse. Man kann die Sache mit der horizontalen Gewaltenteilung wie folgt ausgestalten. Da haben wir die schon länger im Land Lebenden, auch das Volk genannt. Da gibt es eine bestimmte politische Meinungsverteilung, die ich in diesem Tortendiagramm ausgedrückt habe. Und wenn man nun ein Verhältniswahlrecht hat, dann drückt sich diese politische Meinungsverteilung am Wahltag besonders klar in einem bevölkerungsproportional zusammen, politisch zusammengesetzten Parlament aus. Und dann kann man die Spielregel haben, dass der Chef des Staates und der Chef der Exekutive auch vom Volk gewählt wird. Ja, und dann treten vielleicht in irgendeinem Wahlgang nur noch zwei gegeneinander an, die Gelben und die Orangenen. Und da wird halt einer von denen hier, die Orangenen, gewählt. Es gibt den direkt mit dem Volk kommunizierenden Staatschef, weil vom Volk gewählt und nur vom Volk wiederwählbar, und das direkt vom Volk gewählte und mit dem Volk kommunizierende Parlament. So, die beiden haben autonome, wechselseitig unabhängige Legitimität. Und die spannende Frage lautet, wie wirken Parlament und Staatschef, Chef der Exekutive zusammen? So etwas nennen sie ein präsidentielles Regierungssystem. Weil eben der Präsident vom Volk gewählt und vom Volk ins Amt gebracht wird. Das ist die bestmögliche Erklärung für diesen Begriff, der halt als Ordnungsbegriff notwendig ist und ansonsten keinen tieferen Sinn hat. Man kann das auch so ausgestalten, hier haben wir schon die länger im Lande Lebenden.
und die haben eine bestimmte politische Meinungsverteilung, und weil sie ein Verhältniswahlrecht haben, werden sie wieder ein proportionales Parlament. Wenn sie ein Mehrheitswahlrecht haben, ist das Parlament eben kein getäuschliches Abbild der Meinungsverteilung in der Bevölkerung. Das ändert aber nichts am Folgegang des Arguments, nämlich wie man Gewaltenteilung organisieren kann. Und jetzt kann die Spielregel die sein, dass im Parlament die dort Vertretenen oder die dort sitzenden Parteien sich einigen müssen, wer denn jetzt eine mit parlamentarischer Mehrheit ausgestattete oder eine tolerierte Minderheitsregierung gestalten darf. Solche Verhandlungen laufen ab und zu nach Wahlen und ab und zu dauern sie auch mal etwas länger. Am Schluss von solchen Koalitionsverhandlungen kann dann ein Bündnis stehen, ausgedrückt im Koalitionsvertrag, formal oder informell, eine Regierung mit einem Regierungschef, eine Regierung, die aus dem Parlament hervorgeht, wo entweder die führenden Parlamentarier drinnen sitzen, sofern sie den koalitionsbildenden Parteien angehören, eine Regierung, die vom Parlament gewählt wird, sei es, dass alle vom Parlament gewählt werden, wie in Berlin sämtliche Senatoren vom Parlament gewählt werden, sei es, dass nur der Häuptling gewählt wird, wie in den meisten deutschen Bundesländern und auch auf Bundesebene, wo nur der Kanzler gewählt wird und der ernennt dann seine Minister, sei es, dass die Regierung irgendwie ins Amt kommt und dann einer Bestätigung des Parlaments bedarf, einer Regierung, der das Parlament das Vertrauen entziehen kann, das Parlament stürzen kann und so weiter. Hier also ist die Regierung Teil des Parlaments. Etwas brutal formuliert, die Regierung ist nichts anderes als der Exekutivausschuss des Parlaments. Es regiert also das Parlament über seine Mehrheit und deswegen nennt man das mit Fug und Recht ein parlamentarisches Regierungssystem. Folglich verstehen wir jetzt, warum man das Gegenmodell präsidentiell nennt, weil eben hier das Parlament regiert und dort ja irgendwie die Regierungsmacht im präsidentiellen Regierungssystem zwischen Präsident und Parlament aufgeteilt ist. Parlamentarische Regierungssysteme brauchen im Grunde kein Staatsoberhaupt. Alle deutschen Bundesländer verzichten auf ein Staatsoberhaupt und funktionieren dennoch als parlamentarische Regierungssysteme. Es ist im Grunde egal, wer der Staatsoberhaupt ist. Das hat etwas mit der Geschichte des parlamentarischen Regierungssystems zu tun. Es entstand in England, jenem Land, das die Monarchie bis heute nicht gestürzt hat. Das heißt, das ist ein Regierungssystem, wo die Macht vom Inhaber der Exekutivmacht, früher König, heute Präsident, zum Parlament gewandert ist. Und wo es folglich der Parlamentsmehrheit völlig egal ist, wer unter ihr jeweils gerade den König spielt. Folglich kann dort der Staatsoberhaupt auf verschiedene Weise ins Parlament kommen. Das Volk kann ihn wählen, wie in Österreich. Das Parlament kann ihn wählen, wie in Tschechien. Er spielt keine besonders wichtige Rolle. Je nach Verfassung können die Kompetenzen doch gleichwohl größer oder kleiner sein. Aber das Zentrale in einem solchen politischen System ist, dass Regierung und Parlament nicht streng voneinander getrennt sind, sondern dass Regierung und Parlament miteinander engstens zusammenhängen. Die entscheidende Trennlinie in so einem Regierungssystem, die entscheidende gewaltenteilende Trennlinie, verläuft zwischen regierungstragender Mehrheit und der Opposition. Da verläuft die entscheidende Trennlinie. Und wenn sich größere Teile der Bevölkerung vom Parlament nicht mit ihrer Oppositionshaltung zur Regierung vertreten fühlen, wie es im letzten Deutschen Bundestag der Fall gewesen ist, dann wählt sich das Volk in eine Protestpartei ins Parlament hinein, die wir seit Herbst mit gemischten Gefühlen dort besichtigen dürfen. Hier also ist die entscheidende Trennlinie eine ganz andere als im präsidentiellen Regierungssystem. Hier ist die Trennung im präsidentiellen Regierungssystem zwischen Parlament und Regierung. Das ist die älteste Form einer horizontalen Gewaltenteilung, so etwas nennt sich alter Dualismus. Das ist sozusagen nichts anderes als die republikanische Fassung einer Monarchie, wo es schon ein Parlament mit Macht gibt. Die republikanische Fassung einer konstitutionellen Monarchie. So ist es auch in den USA entstanden. Das ist das Mutterland aller präsidentiellen Regierungssysteme. Und hier ist die entscheidende Trennlinie, die zwischen regierender Mehrheit und Parlamentsminderheit, ein neueres Regierungssystem, in England im Laufe des späten 18. Jahrhunderts entstanden, dann auf dem Kontinent vielfach übernommen. So etwas nennt sich neuer Dualismus. Und immer noch ist von Legislative gegen Exekutive gegen Judikative nichts zu sehen. Jetzt kommen wir zu einigen Missverständnissen horizontaler Gewaltenteilung. Horizontale Gewaltenteilung meint nicht die Aufteilung der Funktionen des zentralen politischen Entscheidungssystems
genau auf die üblichen drei Verdächtigen. Das ist nicht gemeint. Das ist eine mögliche Ausprägungsform. Aber diese mögliche Ausprägungsform entstand europäischer Tradition, wo es nämlich jahrhundertelang starke Stände, also Adel, Geistlichkeit, ab und zu auch Bauernschaft, Städte später und deren Vertretungskörperschaften gab, wo also die königliche Macht stets mit der Macht von Ständen konkurrierte, was in anderen Teilen der Welt, in China, in Japan niemals der Fall gewesen ist. Und obendrein meint horizontale Gewaltenteilung nicht, dass die gewaltenteilenden Institutionen strikt voneinander getrennt sind. Denn im parlamentarischen Regierungssystem sind Parlament und Regierung strikt voneinander getrennt. Getrennt sind Opposition und regierungstragende Mehrheit. Aber das ist eine Trennung innerhalb der Institution des Parlaments und nicht zwischen den Institutionen von Exekutive und Legislative. Und schon gar nicht meint horizontale Gewaltenteilung eine Art metaphysisches Prinzip des richtigen Staatsaufbaus. So wie christlichen Vorstellungen nach Gott aus drei Personen besteht, besteht eine richtig aufgebaute Staatsgewalt auch aus drei Akteuren: Legislative, Exekutive, Judikative. Solche Theologumena muss man bitte nicht in die Politikwissenschaft übernehmen. Das richtige Verständnis von horizontaler Gewaltenteilung sieht wie folgt aus. Sie meint eine Funktionentrennung der gewaltausübenden Institutionen bei institutioneller Kooperation. Die Funktionen, die Leistungen, die für das politische System erbracht werden, die sind getrennt und bei der Leistungserbringung wirken die Institutionen zusammen. Und zwar idealerweise so, dass es ein institutionell abgesichertes Strukturgefüge von wechselseitigen Kontrollen und Gegengewichten gibt, sodass kein Teil des Staates, der staatliche Gewalt ausübt und das Monopol auf legitime Zwangsgewalt somit besitzt, dass keiner sich über die Spielregeln des Rechtes hinwegsetzen kann, weil es stets die Einspruchs- und Widerstandsmöglichkeiten der anderen Teile der Staatsgewalt gibt. Und geschafft und aufrechterhalten wird ein solches komplexes Gefüge, in Montesquieus ausdrucksweise zur Gewährleistung eines Gouvernement moderne. Es geht um eine gemäßigte Regierungsweise. Regiert soll schon werden, der Staat soll effektiv sein, aber die Staatsgewalt soll auf gemäßigte Weise, ohne Übermaß, ohne Willkür ausgeübt werden. Das ist der Leitgedanke. Und letzter Schritt, genau horizontale Gewaltenteilung konstituiert Verfassungsstaatlichkeit. Ein Verfassungsstaat, und merken Sie sich das gut, ein Verfassungsstaat ist ein Staat mit horizontaler Gewaltenteilung. Ein Verfassungsstaat ist nicht ein Staat, der eine geschriebene Verfassung hat. Er kann eine haben, wie die Bundesrepublik Deutschland. Er kann keine haben, wie das Vereinigte Königreich. Das Vereinigte Königreich ist ein Verfassungsstaat mit klarer Gewaltenteilung, aber hat keine geschriebene Verfassung. Die DDR hatte eine geschriebene Verfassung, also hatte keine Gewaltenteilung. Das stand schon im Artikel 1 der Verfassung drin. Und die Deutsche Demokratische Republik ist die politische Organisation der Werktätigen zu Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Die marxistisch-leninistische Partei, geführt nach dem Grundsatz des demokratischen Zentralismus, also mit Fraktionsverbot, also geführt von oben nach unten, diese leitet den gesamten Staat. Die Verfassung selbst legte das Fehlen von Gewaltenteilung fest und die Verfassungswirklichkeit entsprach dem auch so gut wie vollständig. Also glauben Sie nie wieder, dass man einen Verfassungsstaat daran erkennt, ob es eine Verfassungsurkunde gibt. Verfassungsstaatlichkeit erkennt man daran, ob es horizontale Gewaltenteilung gibt. Was haben wir noch? Ja, es kommt das Schönste. Es kommt Prozessbewegung in die ganze Geschichte, das ist die temporale Gewaltenteilung. Temporale Gewaltenteilung meint, dass Macht nur auf Zeit vergeben wird. Es gibt keinen Präsidenten auf Lebenszeit, keinen Bundeskanzler auf Lebenszeit, keinen Abgeordneten auf Lebenszeit, auch keinen Verfassungsrichter auf Lebenszeit, bei uns in den USA schon. Was ist der Zweck der Vergabe von Macht auf Zeit? Naja, es gibt zwei Zwecke. Der erste, der hier steht, der fällt den meisten ein. Wenn der Inhaber eines Amtes, etwa ein Präsident oder Kanzler, nach 8 Jahren sein Amt verliert, dann weiß ein jeder in der Entourage des Machthabers, er wird seinen Einfluss auch in 8 Jahren verlieren.
Es lösen sich also die persönlichen Netzwerke um die Person des jeweiligen Amtsinhabers auf. Und wenn die Spitzenfiguren wechseln und vielleicht sogar noch zwischen den politischen Parteien, dann wird der Bildung eines dauerhaften Machtfilzes um die Top-Positionen herum sehr wirkungsvoll entgegengewirkt. In den USA sieht man das auf das Deutlichste, eine neue Administration kommt in der Regel mit neuem Personal ins Weiße Haus und in die Ministerien. Natürlich die Köche, Butler und so weiter im Weißen Haus bleiben die gleichen, aber alle, die politisch was zu machen haben, werden ausgetauscht. Ab und zu findet man dann neu, ab und zu nicht, wie es offenbar dem derzeitigen amerikanischen Präsidenten zu widerfahren scheint. Und diese Auflösung von Machtverkrustungen, Machtfilzen, das ist einer der ganz großen Vorteile von Vergabe von Macht auf Zeit. Aber es ist nicht der eleganteste Vorteil. Er ist wichtig und unverzichtbar für einen freiheitlichen Staat. Aber wesentlich wichtiger und wirkungsvoller und von wunderbarer Eleganz ist, dass Vergabe von Macht auf Zeit die Einrichtung des Wiederwahlmechanismus ermöglicht, der insbesondere in Demokratien ganz segensreich ist. Worin besteht der Wiederwahlmechanismus? Gehen Sie den folgenden Gedanken mit, den ich Ihnen so einfach wie möglich mache. Hier sind die Leute, die leise sagen, wir sind das Volk. Das sind wir, die schon länger im Land lebende Bevölkerung, die in einer Demokratie lebt und folglich ihre Regenten wählen oder abwählen kann. Und das hier, das ist unser Politiker, sozusagen der ideelle Gesamtpolitiker. Ein Abgeordneter, ein Parteiführer, Bundeskanzler, Staatspräsident. So, der Knilch hat ein Amt auf Zeit. Er weiß, nach 4 Jahren ist seine Amtszeit zu Ende. Dieser Knilch nun verdankt sein Amt freien Wahlen von uns da unten. Wenn wir den Kerl nicht wählen, und Achtung, ich beziehe das Argument jetzt immer auf eine Person, Sie können es auf eine Partei, auf ein Parteienbündnis genauso beziehen. Es funktioniert immer gleich, es ist am anschaulichsten, wenn wir von einem einzigen Kerl reden, und dieser Kerl verdankt sein Amt freien Wahlen, und wir können so frei sein und schicken ihn in die Wüste. Tja, Gottlob hat er noch nicht seine zweite Amtszeit beendet oder ist ein deutscher Bundeskanzler und kann auf dem Papier jahrzehntelang wiedergewählt werden, wenn das Volk ihn in freien Wahlen wiederwählen will. Er kann wiedergewählt werden. Das ist die Voraussetzung für das Funktionieren des Wiederwahlmechanismus. Und das Amt ist jetzt so ausgerichtet, dass er so gerne wiedergewählt werden möchte. Merken Sie, wie immer in der Politik, wie schon bei der Wirkung von Folterinstrumenten, es läuft das meiste über Eigeninteresse. Wenn man Prozesse am Eigeninteresse von Menschen verankert, dann kann man ziemlich sicher sein, dass sie funktionieren. Wenn man öffentliche Ämter so ausgestaltet, dass man wiedergewählt werden kann und wiedergewählt werden will, dann kommt es nämlich zu folgendem Effekt. Ich, der ich wiedergewählt werden will, und weiß, dass ich abhängig bin von der freien Entscheidung der Wähler, am Wahltag wenigstens. Ich habe dann einen sehr heftigen Druck darauf hin, dass ich mein Amt so führe, dass ich am Wahltag auch wiedergewählt werde. Wenn ich die ganze Zeit die wählende Bevölkerung als eine Horde von Dummköpfen, Mob und Pack bezeichne, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die mich wieder wählen werden, mit großer Wahrscheinlichkeit. Wenn ich hingegen eine Politik mache, wo die Leute sagen, ja wahnsinnig, einen so tollen Regierungschef haben wir noch nie gehabt. Das, was er macht, ist einfach richtig, das ist human und hat einen Durchblick, denkt alles vom Ende her. Wir dürfen uns glücklich schätzen, so jemanden an der Spitze des Staates zu haben. Ja, dann ist mein nächster Wahlsieg fast schon garantiert. Kann auch zur absoluten Mehrheit der Sitze im Parlament führen. Wenn ich mein Amt so ausübe, dass die Leute zufrieden mit mir sind. Für wen regieren wir denn eigentlich? In einem freiheitlichen Staat. Für die Regierten, klar. Infolgedessen ist es genau das, was wir bezwecken wollen. Wir wollen die politische Maschinerie so einrichten, dass jene, die regieren, schon aus Eigeninteresse eine Politik machen, die den Regierten schmeckt oder behagt. Und wenn wir das so einrichten,
dann kann ein Inhaber öffentlicher Ämter während seiner Amtszeit nicht allzu lange von dem abweichen, was die Wähler zu akzeptieren bereit sind, oder nicht allzu weit von dem abweichen. Heftige Konflikte zwischen Regierenden und Wählerschaften müssen selten sein und häufige Konflikte dürfen nicht allzu heftig sein. Die größten Grausamkeiten, einschließlich Brechen von Wahlversprechen, muss man gleich nach der Wahl begehen, wenn die neue Regierung ins Amt kommt. Und dann muss man den Leuten sagen, wir mussten die Wahlversprechen brechen, denn wir haben eine Kassenlage vorgefunden, die war ganz anders, als wir das geglaubt haben. Aber ihr werdet sehen, unsere Politik wird sich gut für euch auswirken. Und vor der Wahl sage ich, schaut mal, habe ich es euch nicht gleich gesagt. Alles, was wir gemacht haben, war zu eurem Besten. Ihr dürft mich gerne wieder wählen. Und alle jubeln und kreuzen meine Partei oder meinen Namen auf dem Stimmzettel ab. Das ist doch genau das, wie wir es haben wollen mit denen, die uns regieren. Sie sollen in der Furcht des Herrn stehen. Und der Herr in einer Demokratie sind die länger schon im Land Lebenden. Und der Wiederwahlmechanismus, also die Möglichkeit, wiedergewählt zu werden, und wenn das nur dank freier Wahlen geht, die man auch nicht manipulieren kann, der übt genau diesen zwanglosen Zwang des richtigen institutionellen Mechanismus auf die öffentlichen Amtsinhaber aus. Die Vorbedingung dafür ist freilich, dass die Ämter nur auf Zeit vergeben werden. Denn wenn Ämter auf Lebenszeit vergeben werden, gibt es keinen Wiederwahlmechanismus. Und wenn man nicht wiedergewählt werden kann, gibt es auch keinen. Stellen Sie sich vor, wie viel Anreiz ein Staatschef, der vom Volk gewählt wird, hätte, auf die Bevölkerung zu hören, wenn er nicht wiedergewählt werden kann. Er hat nichts davon. Er ist eine lahme Ente, wie jeder amerikanische Präsident in seiner zweiten Amtszeit. Soviel zum Wiederwahlmechanismus. Und beides zusammen, Auflösung persönlicher Netzwerke und die Ermöglichung des Wiederwahlmechanismus, der die zentrale Form der Institutionalisierung von Demokratie in vielen Staaten ist, das ist temporale Gewaltenteilung. Was haben wir sonst noch? Wir haben noch die konstitutionelle Gewaltenteilung. Was ist denn das? Naja, das ist die Festlegung per Verfassung, dass man für die Änderungen von Verfassungen oder von verfassungsgleichen Gesetzen größere Mehrheiten braucht als beim normalen Gesetzgebungsverfahren. Wäre man in parlamentarischen Regierungssystemen, im präsidentiellen freilich auch, für normale Gesetzgebungsverfahren immer nur die Mehrheit im Parlament braucht und folglich selbst große Minderheiten ignorieren kann, kann man sagen, eine Verfassung, weil sie die wesentlichen Spielregeln enthält, ist so wichtig, dass die Verfassung bitte von einer normalen Mehrheit nicht verändert werden können soll. Bei Verfassungsänderungen müssen möglichst viele Minderheiten sich einmischen können, sodass die neue Verfassung am Schluss, die veränderte Verfassung, am Schluss wieder als rechtens gilt, als legitim gilt und eingehalten wird. Und das ist der Sinn dessen, dass man sagt, für Verfassungsänderungen braucht es größere Mehrheiten. Das heißt, braucht es eine gewichtigere Rolle von politischen Minderheiten. Und auf diese Weise wird die Minderheit noch einmal gestärkt, wenn es nämlich um die Festlegung von Spielregeln geht. Bei der Festlegung der Spielregeln wird gerade der Mehrheit, die gerade regiert, die alleinige Verfügungsgewalt entzogen. Und es dürfte den meisten einleuchten, dass das sinnvoll ist. So, da sind wir jetzt durchgegangen und machen uns noch einmal klar, dass Gewaltenteilung aus allen diesen sechs Instrumenten besteht. Und ein Staat, der so eingerichtet ist, der hat das Risiko von Willkürherrschaft schon ziemlich stark gemindert. Fragen zur Gewaltenteilung? Wenn das nicht der Fall ist, ich zähle innerlich bis 10, und bin bei 6,5 angekommen, dann geht es zur Demokratie. Über Demokratie kann man lange reden und das halbe Sommersemester ist der Demokratie und ihren unterschiedlichen Organisationsformen gewidmet. Hier müssen wir uns auf das Wesentliche beschränken. Wir fangen am besten damit an, dass wir Irrtümer aufspießen. Beginnen wir mit irreführender Demokratievorstellung. Eine Vorstellung meint, Demokratie meint die Herrschaft des Volkes. Das heißt, es soll eigentlich keine Herrschaft ausgeübt werden. Es sollen Regierende und Regierte identisch sein. Das ist die sogenannte Identitätstheorie der Demokratie.
Der Leitgedanke jetzt ins Praktische übersetzt lautet, alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich an Politikmachen beteiligen. Entsinnen Sie sich der ersten Stunde, als ich Ihnen gezeigt habe, wie Politik in die Welt kommt. Sie kommt in die Welt als eine Form gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Es gibt einen erhöhten Bedarf an allgemein verbindlichen Regelungen und Entscheidungen. Nicht jeder kümmert sich darum, sondern bloß ein paar Leute. Früher jene, die das durften, weil sie königlichen Geblüts oder Spitzenpriester waren. Heute werden die politischen Ämter gewählt werden. Also keine politische Arbeitsteilung soll es in einem solchen System ergeben. Jeder hat gefälligst mit Politik zu machen. Wenn man das so macht, wird es kein professionelles politisches Personal geben, weil es ja keine Leute gibt, die ausschließlich Politik machen. Jeder macht ständig Politik. Das Ganze kann man nun sich gut vorstellen. Es ist doch schön, wenn jeder so etwas Wichtiges mit Politik selber macht. Dann kommen in folgende Probleme. Erstens, wie organisiert man das in Massengesellschaften? Ich meine, in kleinen Dörfern mit 150 Einwohnern ist es kein Problem, das so zu organisieren. Aber wie organisieren Sie das in der Bundesrepublik Deutschland mit 82 Millionen oder in der Volksrepublik China mit etwas mehr? Geht schwer. Zum anderen, will sich denn jeder überhaupt politisch betätigen? Hat jeder wirklich Spaß an Politik? Es gibt so eine Blickverengung von Politikwissenschaftlern, die glauben, weil sie selbst sich für Politik interessieren, würden das die meisten anderen Leute auch, denn die blanke Wahrheit ist, für Politik interessiert sich bloß eine kleine Minderheit. Politisches Interesse bekunden ungefähr 15% der Deutschen, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Und guckt man näher hin, was denn an politischer Informationsaufnahme und Reflexivität dahinter steht, ist es beim klitzekleinen Teil der Bevölkerung nur der Fall. Also will sich denn jeder politisch betätigen? Ich meine, wenn ich jetzt Sie fragen würde, wer von Ihnen ist Mitglied einer politischen Partei? Aha, wer will einer politischen Partei beitreten? Schweigen im Walde, gut, ein paar melden sich dankenswerterweise. Wer möchte später mal Berufspolitiker werden? Ach Gott, alle Arme gehen dann wahrscheinlich hoch. Ne? Es will sich nicht jeder dauernd politisch beteiligen. Und obendrein lautet dann die nächste Frage, wenn sich jeder an Politik beteiligt, wie gehen wir dann mit Interessenkonflikten um, die sich nicht ausgleichen lassen? Wo die einen partout das wollen, was die anderen nicht wollen, wie gleichen wir die aus? Wenn jeder gleichermaßen an Politik machen beteiligt ist. Alles schwierig. Alles schwierig. Rousseau hat eine bestimmte Lösungsmöglichkeit ersonnen, die aber in der Praxis auch nicht funktioniert. Deswegen lade ich dringend dazu ein, sich auf realistische Demokratievorstellungen einzulassen. Unter denen gibt es verschiedene. Die klarstmögliche Ausdrucksweise scheint mir nach langer Befassung mit diesem Zeug die folgende zu sein. Gedankenschritt Nummer 1. Demokratie und eben auch Demokratie ist eine Form politischer Arbeitsteilung. Nicht jeder mag die Arbeit des Politikmachens verrichten und das ist auch scheinbar ganz in Ordnung so. Und folglich gibt es in jedem Staat Leute, die regieren und Leute, die regiert werden. Wichtig ist nur, dass es soziale Gewaltenteilung gibt, dass jeder, der Spaß hat am Regieren, in die Reihen der Regierenden gelangen kann. Wenn er sich denn in der Konkurrenz mit Rechtsgleichen bei Wahlen und so weiter durchsetzt. Das ist natürlich die Voraussetzung, damit das Ganze akzeptabel sein kann. So entstand ja auch Politik. Und jetzt kommt die Kerndefinition, anknüpfen auf das, was ich Ihnen beim Wiederwahlmechanismus vor Augen geführt habe. Demokratie besteht dann und genau dann, wenn der Staat so organisiert ist, dass die Regierenden nicht allzu weit oder nicht allzu lange von dem abweichen können, was die Regierten zu akzeptieren bereit sind. Achtung, das heißt, die Regierten können sehr wohl von dem abweichen, was die Regierten zu akzeptieren bereit sind. Die Regierung kann sehr wohl eine Einwanderungspolitik machen, die von einem Großteil der Bevölkerung nicht gewünscht wird. Das ist das Recht der Regierung. Wer ein öffentliches Amt hat, hat damit verbundene Amtsbefugnisse. Die darf er ausschöpfen, ganz gleich, ob es jemandem gefällt oder nicht gefällt. Demokratie besteht aber genau dann, wenn man das entweder nicht allzu lange machen kann, nämlich nur bis zum nächsten Wahltermin, dann kann man abgewählt werden oder wird in Koalitionen gezwungen, wo eine neue Politik im Koalitionsvertrag vereinbart wird, oder wo man nicht allzu weit abweichen kann, wenn ich wiedergewählt werden will. Wenn ich weiß, in 2 Jahren sind Wahlen und ich weiß, die und die Politik ist unpopulär, ja, dann werde ich rechtzeitig vor den Wahlen meine Politik so verändern,
dass sie bloß noch ein wenig unpopulär ist und ich hoffentlich nicht abgewählt werde. Also Demokratie besteht sehr wohl dann, wenn Regierende was anderes tun, als jene wollen, die sagen, sie wären das Volk. Die Regierenden sind noch lange keine Volksverräter, bloß weil sie etwas anderes tun, als das Volk, wer immer das wohl ist, will. Aber Demokratie besteht nur dann, wenn die Zeiten, wo die Regierenden von dem abweichen können, was die Leute wollen, nicht allzu lange sind. Wenn es also in periodischen und nicht zu kurzen Abständen freie Wahlen gibt. Und wenn die Regierenden wiedergewählt werden können und wiedergewählt werden wollen und deswegen ein Eigeninteresse daran haben, auf die Sichtweisen der Regierenden zu hören. Es ist also genau der Wiederwahlmechanismus, der temporale Gewaltenteilung zur Voraussetzung hat und freie Wahlen, der dazu führt, dass sich Demokratie realisieren kann. Und wenn man das begriffen hat, merkt man, dass Demokratie kein Zustand ist, wo man also nicht versuchen kann, mit Aussicht auf Erfolg, aus der Deckungsgleichheit der politischen Präferenzen der Regierenden mit den politischen Präferenzen der Regierten daraus zu schließen, ob Demokratie besteht oder nicht besteht. Denn natürlich kann es Gründe dafür geben, ganz was anderes zu tun, als die Regierten wollen. Etwa wenn sich die Regierten kollektiv täuschen, weil sie manches nicht auf dem Schirm haben. Demokratie ist also kein Zustand. Demokratie ist ein Prozess, bei dem immer wieder die Regierenden auf den Boden dessen zurückgeholt werden, was die Regierten zu akzeptieren bereit sind. Achtung, das verbirgt nicht die inhaltliche Richtigkeit von Entscheidungen oder die inhaltliche Richtigkeit von Politik. Das verbirgt überhaupt nichts anderes als das, was hier steht. Nämlich, dass die Regierenden nicht allzu lange das machen können, was sie wollen, sondern darauf achten müssen, was die Regierten wollen. Und eben das ist der Leitgedanke von Demokratie. Dazu gehört aber eben das, was ich vorhin bei sozialer Gewaltenteilung ausgeführt habe, es muss zugleich der Staat so ausgelegt sein, dass jeder in den Kreis der Regierenden gelangen kann. Es darf nicht das Regieren einer bestimmten Klasse oder Schicht oder Partei oder so weiter vorbehalten sein. Jeder muss aufsteigen können. Und es muss so organisiert sein, dass jene aufsteigen, von denen die Bevölkerung den Eindruck hat, sie würden am ehesten in ihrem Interesse handeln. Tja, und nun kann man sagen, das hat doch lauter Probleme und so weiter, aber natürlich hat auch Demokratie Probleme. Die Alternative besteht darin, es ohne Demokratie zu versuchen, was nach historischen Erfahrungen nicht gerade empfohlen werden kann. Soviel zu realistischen Demokratievorstellungen. Wie kann man nun Demokratie, genauso wie vorhin beschrieben, konkret institutionalisieren? Wie kann man sicherstellen, dass das, was die Regierenden tun, an das rückgebunden ist, und zwar verlässlich rückgebunden ist, was die Regierenden zu akzeptieren bereit sind? Möglichkeit 1, und alle diese Möglichkeiten sind natürlich miteinander kombinierbar, wobei nicht jede Kombination in der Praxis gleich gut funktioniert. Wobei Politikwissenschaftler jene sind, die am ehesten herausfinden, welche Kombinationen wie gut oder wie schlecht funktionieren. Möglichkeit 1, die Direktwahl von möglichst vielen Amtsträgern bei kurzen Amtszeiten. Alle Bürgermeister, alle Landräte, alle Abgeordneten, alle Regierungschefs, alle Staatsoberhäupter werden vom Volk gewählt. Mit kurzen Amtszeiten, 2 Jahre wie der amerikanischen Kongressabgeordneten. Natürlich kann man die Amtszeiten variieren, natürlich kann man festlegen, wer gewählt wird oder nicht. In den USA ist es zum Beispiel ganz selbstverständlich, dass die Richter vom Volk gewählt werden. Bei uns gilt das als völlig undenkbar. Die werden von Richterwahlausschüssen der Parlamente gewählt. Da gibt es verschiedene nationale Traditionen, gemäß derer man das eine für plausibler hält als das andere. Aber die Direktwahl von möglichst vielen Amtsträgern ist ganz ohne Zweifel ein Weg, Demokratie zu institutionalisieren. Möglichkeit 2, Einrichtung eines Systems demokratischer Repräsentation. Wählen von Parlamenten und was das genau bedeutet, wie Parlamente funktionieren, das behandeln wir in den Stunden über Parlamentarismus. Möglichkeit 3, die Einführung von plebiszitären Instrumenten, also von Volksabstimmungen zwischen den Wahlen, sodass die Bevölkerung nicht nur Einfluss darauf hat, wer für welche Zeit in welchem Amt Regierungsmacht ausübt, sondern dass die Bevölkerung auch die Möglichkeit hat, und zwar insbesondere aus eigenem Entschluss die Möglichkeit hat,
zwischen den Wahlen punktgenau sich in die Politik einzumischen, und zwar nicht nur durch Diskutieren oder Bittern, sondern durch Entscheiden. Denn das ist der Leitgedanke von Demokratie. Die Amtsträger in einer Demokratie müssen zwar immer das erste Wort haben, denn dafür haben sie ihr Amt. Das letzte Wort muss also immer bei der Bevölkerung liegen. Denn regiert wird für die Bevölkerung und nicht zur Selbsterfreuung der politischen Klasse. So, das sind die drei wesentlichen Möglichkeiten. Parlamentarismus werden wir noch behandeln, die Direktwahl möglichst viele Amtsträger, das ist evident. Und am Beispiel der Wahl von Präsidenten haben wir vieles schon ausführen können. Wir wollen wissen, dass nicht jede Kombination dieser Möglichkeiten gleich gut funktioniert. Wir wollen uns plebiszitäre Instrumente näher ansehen. Weil da gibt es viel undifferenziertes Denken und folglich auch viel falsche Hoffnungen. Und die wollen wir jetzt zerstreuen. Fangen wir schon einmal mit dem Begriff an. In der öffentlichen Debatte Deutschlands wird in der Regel von plebiszitären Elementen gesprochen. Das ist, jahreszeitentypisch kann man das Beispiel verwenden, so wie die Schmuckelemente am Weihnachtsbaum. Es gibt verschiedene Schmuckelemente, silberne, goldene, bunte. Und die kann man draufhängen oder nicht, in Kombinationen, die man mag oder nicht. Und es ist eigentlich wurscht, ob man noch ein Element dazuhängt oder eins weglässt oder wie man sie kombiniert. Elemente sind beliebig herumschiebbar. Instrumente sind was anderes. Instrumente sind Werkzeuge, mit denen man bestimmte Probleme löst. Und ob ein Instrument etwas taugt, hängt vom Problem ab, das es zu lösen gilt. Und davon, wie verlässlich das Instrument wird. Wenn wir von plebiszitären Elementen reden, dann reden wir nur von der Hoffnung, irgendwie könnte man doch gleich welche Volksabstimmungen Demokratie aufhübschen. Und dann ist man im Rahmen des wild drauf losfantasierens. Wenn man von plebiszitären Instrumenten spricht, muss man davon sprechen, was ist das Problem, das wir lösen wollen und welches Instrument, dank welcher Eigenschaften ist in der Lage, genau dieses Problem zu lösen und welches andere Instrument eben nicht. Das vorausgeschickt, machen wir noch ein wenig Vokabellernen. Das einschlägige Begriffspaar, das hilfreich ist, lautet sachunmittelbare Demokratie im Gegensatz zu personalunmittelbarer Demokratie. Personalunmittelbare Demokratie meint, dass die Bevölkerung unmittelbar Personen wählt. Personen als Abgeordnete, Personen als Staatsoberhäupter, je nachdem, wie das Wahlrecht ausgestaltet ist, als Bürgermeister oder Landräte. Und so ist die deutsche Demokratie ausgestaltet im Wesentlichen, als personalunmittelbare Demokratie. Sachunmittelbare Demokratie meint, dass die Bevölkerung auch Sachfragen entscheidet, die freilich eine große Bandbreite an Inhalten haben können. Sachunmittelbare Demokratie ist also der Gegenbegriff zur personalunmittelbaren Demokratie. Hier wird noch nichts darüber ausgesagt, um welche Sachen es geht. Das ist ein Regenschirmbegriff dafür und wir schauen nun auf das, was unterhalb des Regenschirmes sich befindet. Die wesentlichen plebiszitären Instrumente sind, jetzt mal im deutschen Sprachgebrauch, Schweizer würden das etwas anders sortieren und auf Englisch würde man es auch etwas anders ausdrücken. Im deutschen Sprachgebrauch sind folgendes die zentralen plebiszitären Instrumente. Das erste ist die Volksgesetzgebung. In der Bevölkerung findet sich eine Initiative zusammen, bestehend aus einer Partei, Verbände, gleich wer. Die begehren, dass das Parlament ein bestimmtes Gesetz macht. Macht das Parlament das Gesetz schön, macht das Parlament das Gesetz nicht, kann die gleiche Antragsinitiative selbst einen Gesetzentwurf ausarbeiten und einer Volksabstimmung stellen. Meistens kann das Parlament einen eigenen Gesetzentwurf den plebiszitär Begehren entgegenstellen. Es findet auf alle Fälle am Schluss eine Volksabstimmung statt mit der Frage, was sollte nun gesetzt werden. Also wenn das Volk als Bittsteller auftritt, nennt man das meist eine Volksinitiative. Wenn es begehrt, dass das Parlament ein konkretes Gesetz macht, das ihm vorgeschlagen wird, ist es ein Volksbegehren und wenn über ein Gesetz entschieden wird, sei es allein oder in Konkurrenz mit einem von Politikern vorgelegten Gesetz, nennen sie das ein Volksentscheid. Das zweite nennt sich Referendumsdemokratie. Referenden sind Vorlagen, die von Politikern gemacht worden sind. Es wird dann abgestimmt über eine Frage, welche die Politiker der Bevölkerung stellen, oder abgestimmt über ein Gesetz,
das die Politiker der Bevölkerung vorlegen oder vorlegen müssen. Das eine nennt sich dann das kassative oder kassierende oder abrogative Referendum. Das ist ein Referendum, bei dem über die Frage abgestimmt wird, soll ein bestimmtes Gesetz in Kraft treten oder nicht? Oder soll ein Gesetz, das in Kraft ist, außer Kraft treten? Es wird also über ein bereits beschlossenes Gesetz vom Volk abgestimmt. Und dabei kann diese Abstimmung ausgehen, entweder von Politikern, die dem Wahlvolk ein Gesetz zur Billigung oder Ablehnung vorlegen, sei es eine Parlamentsmehrheit, eine qualifizierte Parlamentsminderheit, eine Regierung oder ein Staatsoberhaupt. Oder es kann so sein, dass aus dem Volk heraus eine Abstimmung über ein Gesetz begehrt wird. Dass sich also wie bei der Volksgesetzgebung eine Referendumsinitiative bildet, die eine Menge von Unterschriften sammelt. Und wenn eine bestimmte Menge von Unterschriften erreicht ist, findet eine Volksabstimmung statt über ein Gesetz mit genau der Frage, die im Parlament in der Schlussabstimmung des Gesetzes auch schon gestellt worden ist, nämlich, soll das Gesetz in Kraft treten, ja oder nein? Sowas nennt sich ein fakultatives, weil nicht obligatorisch und nicht von oben angesetzt, ein fakultatives gesetzesaufhebendes Referendum. Es gibt auch die obligatorischen Referenden, die die Verfassung kann vorsehen, dass Gesetze folgender Art einer Volksabstimmung zu unterziehen sind oder dass Verfassungsänderungen einer Volksabstimmung zu unterziehen sind, was in etlichen deutschen Bundesländern so der Fall ist. Obligatorische Referenden haben das, was wir bei der Einführung von Macht und der Wirkungsweise von Machtinstrumenten oder von Folterinstrumenten schon kennengelernt haben, sie haben eine Vorauswirkung. Wenn klar ist, dass über eine Verfassungsänderung eine Volksabstimmung stattfinden muss, dann sind jene, die die Verfassung ändern, nicht mehr frei in dem, was sie da verändern. Es muss die Verfassungsänderung, wie es die Schweizer sagen, referendumssicher sein. Und wenn für ein Gesetz eine Volksabstimmung zwingend erforderlich ist, wie etwa bei Gesetzen auf Bundesebene über die Neugliederung des Bundesgebietes, kann man in solche Gesetze auch nicht beliebig etwas hineinschreiben. Das, was drinnen steht, sollte dazu führen, dass das Gesetz vom Volk nicht abgelehnt wird. Sie merken also, was Vorauswirkung im gleichen Sinn wie beim Wiederwahlmechanismus meint. Man ist rückgebunden an das, was die Bevölkerung will. Und stellen Sie sich vor, dass das Volk das Recht hätte, über jedes Gesetz, das ein Parlament macht, durch Antragsinitiative eine fakultative Volksabstimmung herbeizuführen. Dass also jedes Gesetz, das ein Parlament verabschieden kann, vom Volk vor das Volk geholt werden könnte und abgelehnt werden könnte, sofort wäre es vorbei mit dem Durchregieren. Noch so große Parlamentsmehrheiten könnten sich niemals der punktuellen Kontrolle ihres Tuns durch die Bevölkerung entziehen. Und das wäre eine extrem dichte Rückbindung politischen Handelns auch zwischen den Wahlterminen. Unmittelbar vor der Wahl wirkt sehr stark der Wiederwahlmechanismus, während der ganzen Wahlperiode wirkt er halbwegs, aber punktuell würde die Volkskontrolle bei jedem Gesetz wirken können, bei dem die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung es nicht haben will. Und dann gibt es noch die fakultativen Referenden über Sachfragen, in der Regel initiiert von Verfassungsorganen. Also, die Briten wussten nicht mehr weiter, wie sie mit der Europäischen Union verfahren wollen. Folglich sagten sie, naja, dann fragen wir mal zur Abwechslung das Volk. Wenn die Briten selber in der EU bleiben wollen, na, dann bleiben wir drinnen. Wenn sie das nicht wollen, na, dann gehen wir halt raus. Also, wir als Parlamentarier oder als Regierung, wir haben dazu keine Meinung. Oder wenn wir eine Meinung dazu haben, es hört ja eh keiner auf uns. Oder unsere Meinung taugt wahrscheinlich eh nicht. Spielen wir lieber Lotto. Oft kommt es vor, dass Regierungen unangenehme Verantwortung über solche fakultativen Referenden dem Volk delegieren. So, damit haben wir die wesentlichen plebiszitären Instrumente, die es gibt. Und jetzt können wir uns mal ihre Logik klar machen und dann unterscheiden, welche wir gut brauchen können und welche weniger. Es gibt plebiszitäre Instrumente, die wirken vom Volk zum zentralen politischen Entscheidungssystem hin.
von unten nach oben. Das sind die obligatorischen Referenden, wo die politische Klasse weiß, eine noch so große Parlamentsmehrheit reicht nicht aus. Ich brauche auch Zustimmung im Volk. Das sind die fakultativen gesetzesaufhängenden Referenden. Wenn also in der Verfassung drinnen steht, dass das Volk gegen jedes vom Parlament beschlossene Gesetz das Referendum ergreifen kann, wenn eben hinterher viele Leute mit einem Gesetz nicht einverstanden sind. Und das sind natürlich die Instrumente der Volksgesetzgebung. Sie führen dazu, auch schon durch ihre Vorauswirkung, wenn es sie als juristische Möglichkeit gibt, dass die politische Klasse in der Furcht des Herrn lebt. Und wie vorhin schon gesagt, der Herr in einer Demokratie ist das Volk. Und genau das soll bewerkstelligt werden, dass Politiker nicht Insidergeschäfte machen können, sondern stets auf die Wünsche der Bevölkerung zu achten haben. Das darunter, wo also die politische Klasse Verantwortung abwälzen kann, Fragen, die sie sich selbst nicht zu entscheiden traut, weil die Entscheidung unpopulär sein könnte, dann wird man abgewählt. Oder weil die Entscheidung falsch sein könnte, dann müsste man als Politiker Verantwortung für eine falsche Entscheidung übernehmen. Das delegiert man ans Volk. Erweist sich die Entscheidung des Volkes als in der Sache gut, dann kloppen sich die Politiker auf die Schulter und sagen, schaut mal, wir haben herbeigeführt, dass das Volk selbst was Gutes tun kann, was sind wir nicht für tolle Demokraten. Erweist sich die Entscheidung des Volkes als nachteilig, sagen die Politiker, ja schaut mal, wir haben das nicht entschieden, das wart schon ihr. Was beklagt ihr euch? Wir waren nur gute Demokraten und haben so etwas Wichtiges euch überlassen. Natürlich widerspricht das voll und ganz dem Gedanken politischer Arbeitsteilung. Gewählte Politiker, Amtsträger hat man, dass sie entscheiden und sich, wenn sie sich falsch entscheiden, dafür verprügeln lassen. Und sei es durch Abwahl aus dem Parlament oder von Regierungsämtern. Wenn Sie das alles nachvollzogen haben, dürfte es schnell einleuchten, wenn man Demokratie haben und verbessern will, dann gibt es eine Gruppe von plebiszitären Instrumenten, die gut sind und eine, die schlecht sind. Gut sind jene, die vom Volk zur Politik hinwirken und schlecht sind jene, die von der politischen Klasse zum Volk hinwirken. Gut sind also Volksgesetzgebung und obligatorische Referenden, die müssen aber relativ sparsam von der Verfassung vorgesehen werden und insbesondere fakultative gesetzesaufhängende Referenden. Das ist ein Instrument, das es in der Schweiz reichlich gibt, in Deutschland kaum. In verstümmelten Formen gibt es das in Hamburg, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen. Und gerade das wäre das entscheidende Instrument. In Thüringen, um eine gute Nachricht zu sagen, gibt es derzeit Versuche, wahrscheinlich vom Erfolg gekrönt, ein solches fakultatives gesetzesaufhängendes Referendum in der Verfassung zu verankern. Und dem Vernehmen nach gibt es bei den Koalitionsverhandlungen derzeit eine gewisse Chance, dass in den Koalitionsvertrag die Absicht hineingeschrieben wird, die repräsentative Demokratie behutsam durch Elemente direkter Demokratie zu verbessern, wobei dem Vernehmer nach den entsprechenden Verhandlungsführer genau die fakultativen gesetzesaufhängenden Referenden im Sinn haben. Und wenn das gelingen würde auf Bundesebene, dann wäre das ein gigantischer Durchbruch. Die schlechten Instrumente sind leider Gottes jene, die den meisten einfallen, die mehr Volksabstimmung fordern. Wichtige Entscheidung soll das Volk entscheiden. Soll die Diäten erhöht werden? Volksentscheidung. Soll der Wehretat erhöht werden? Volksentscheidung. Soll die Bundeswehr nach Afghanistan? Volksentscheidung. Soll die Bundeswehr raus aus Afghanistan? Volksentscheidung. Sollen wir anderen EU-Staaten Strafgelder aufnötigen, die unsere Flüchtlinge nicht nehmen? Volksentscheidung. Merken Sie, dass auf die Weise alle Vorteile von Arbeitsteilung rückgebaut werden? Ich will mich doch gar nicht mit den Details befassen. Ich möchte aber, dass staatliches Handeln wie in einem Rechtsstaat üblich auf gesetzlicher Grundlage erfolgt. Und ich möchte, wann immer ich den Eindruck habe, dass ein Gesetz zu falscher Politik führt, die Möglichkeit haben, dieses Gesetz aus dem Verkehr zu ziehen. Und deswegen rate ich jedem, präzise über plebiszitäre Instrumente nachzudenken, sich klarzumachen, dass es sehr unterschiedlich ist, ob sie von oben nach unten oder von unten nach oben wirken. Und ich empfehle jedem, die üblicherweise gewünschten, sich aus dem Kopf zu schlagen und anderen auszureden. Das sind die von Regierungen angesetzten Entscheidungen über Sachfragen.
Es hat die politische Klasse gefälligst, selbst Sachfragen zu entscheiden. Aber wir sollten es die Möglichkeit haben, nicht nur Regierende abzuwählen, wenn sie falsche Entscheidungen treffen in unseren Augen, sondern wir sollten die Möglichkeit haben, jedes Gesetz aus dem Verkehr zu ziehen oder zu korrigieren, das zu unserer Ansicht nach falscher Politik führt. Und dieses Instrument des fakultativen Gesetzes auf Ebene des Referendums würde auf das wunderbarste, die über den Wiederwahlmechanismus funktionierende repräsentative Demokratie ersetzen. Ergänzen. So, das da unten, das ermöglicht das Versickern politischer Verantwortung, wie vorhin beschrieben, die oberen, die bewahren klare Ketten politischer Verantwortung. Und die empirischen Untersuchungen zeigen, dass dort, wo es eine lange Praxis der Nutzung plebiszitärer Instrumente gibt, dort sind nicht nur die Staatsausgaben geringer, als dort, wo es keine Volksabstimmungen gibt, sondern dort sind die Bürger mit ihrem politischen System auch zufriedener. Weil keiner mehr mit Plausibilität jammern kann, er hat auf Politik keinen Einfluss. Er habe am Wahltag seine Stimme abgegeben und nun hätte er keine Stimme mehr. Schöne Demokratie wäre das. Nö. Wo es eine Praxis plebiszitärer Abstimmungen gibt, also plebiszitärer Instrumente gibt, dort steigt die Zufriedenheit der Bürger mit ihrem politischen System, wahrscheinlich deswegen, weil auch mehr vernünftige Politik gemacht wird. Schauen wir noch auf einige demokratietheoretische Paradoxien von plebiszitären Instrumenten. Die gewünschte Wirkung ist, dass der politische Prozess stärker gebunden wird an eine Einflussnahme seitens der Regierten und manche erhoffen sich von plebiszitären Instrumenten eine Rückdrängung des Einflusses von Parteien. Letzteres ist voll und ganz illusorisch, beim Ersten muss man auch noch näher hinsehen. Schauen Sie, wenn Sie plebiszitäre Instrumente nutzen wollen, brauchen Sie niedrige Quoren. Zwei Quoren sind besonders wichtig, das eine ist das Antragsquorum. Wie viele Unterschriften braucht es, um eine Volksinitiative oder ein fakultatives Gesetzgebungsverfahren in Gang zu setzen? Das muss eine relativ hohe Anzahl sein, sonst wird der politische Prozess ständig mit Volksabstimmungsbegehren belastet. Eine vernünftige Grenze könnte bei ungefähr 2,5 bis 3% der Wahlberechtigten liegen, um ein plebiszitäres Instrument auf den Weg zu bringen, was im Vergleich zu heutigen Bestimmungen sehr hoch ist. Aber plebiszitäre Instrumente funktionieren deswegen vielfach nicht, weil das sogenannte Abstimmungsquorum zu hoch liegt. Viele Leute glauben, damit bei einer Volksabstimmung Legitimität da ist, muss sich ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung an der Abstimmung beteiligen. Also mindestens die Hälfte. Bei Abstimmung über Verfassung mindestens 2/3. Mindestens 20%. Warum eigentlich? Braucht es im Parlament für die Abstimmung über ein Gesetz alle Abgeordneten oder 20% der Abgeordneten im Plenarsaal? Selbst wenn da bloß 3 drinnen sitzen, ist der Bundestag beschlussfähig und beschließt. Achtung, wann immer Sie ein hohes Beteiligungsquorum haben, lässt sich Wahlkampf gegen die Beteiligung an der Volksabstimmung machen. Und dann wird genau das nicht erreicht, was es zu erreichen gilt, nämlich eine Debatte um ein konkretes politisches Vorhaben. Die systematisch richtige Lösung des Problems ist es, überhaupt kein Abstimmungsquorum vorzusehen. Ein relativ hohes Antragsquorum, 2,5 bis 3%, gar kein Abstimmungsquorum. Wenn ein einziger zur Volksabstimmung geht, zählt seine Stimme. Und folglich gibt es eine Motivation, hinzugehen, wenn man etwas durchsetzen oder verhindern will. Im Übrigen ist das nicht illusorisch. Der Freistaat Sachsen hat bei seinen Volksabstimmungen ein 0%-Quorum. Es gibt nämlich keines für die Abstimmungen. Aber es ist Achtung! Wenn Sie ein Abstimmungsquorum machen, das wie meistens ziemlich hoch ist, dann gibt es meistens gar keine Chance, dass die Volksabstimmung, das Volksbegehren und so weiter durchkommt. Wenn Sie aber die Abstimmungsbeteiligung sehr niedrig, idealerweise bei 0 ansetzen, dann haben plebiszitäre Entscheidungen tatsächlich eine schmalere Basis als Wahlen. Bei Wahlen gehen ja doch 60 bis 70, früher 80% der Leute zur Wahl. Bei der Volksabstimmung haben sie dann 20, 25, 30%. Die demokratische Basis, ausgedrückt in Abstimmungsbeteiligung, ist
bei Volksabstimmungen in der Regel fast immer geringer. Dafür ist es ja auch eine Entscheidung in einem einzigen Fall. Bei einer Wahl wird für die ganze Wahlperiode Macht verteilt. Folge B, wenn Sie Volksabstimmungen haben, können Minderheiten eine weit überproportionale Bedeutung erlangen. Minderheiten initiieren die Unterschriftensammlung, Minderheiten machen den Wahlkampf. Sodass die Frage wieder lautet, ja, müssen wir die Demokratie von Minderheiten schützen? Jetzt denken Sie an die Folie über Pluralismus. Legitime Vielfalt gibt. Und natürlich haben Minderheiten das Recht, sich zu artikulieren. Und wenn Mehrheiten sich nicht organisieren, weil ihnen das Anliegen von Minderheiten Schnurz und Piepe ist, ja, dann ist das eben so. Niemand wird daran gehindert, sich auch zu engagieren. Folglich halte ich das Argument für unbeträchtlich. Wichtig ist nur, dass man finanzielle Transparenz stiftet, dass nicht einfach finanzmächtige Gruppen sich sozusagen Volksabstimmungen manipulativ zu ihren Gunsten entscheiden lassen können. Die Folge C, weil es um Politik geht, werden natürlich politische Parteien auch bei Volksabstimmungen den Willensbildungsprozess prägen. Also die Hoffnung, über Volksabstimmungen würde man den Einfluss von Parteien los, die ist was für kleine Kinder. Für erwachsen politisch Denkende ist das ein No-Go. Parteien bleiben gerade in der plebiszitären Demokratie sehr, sehr wichtig. So, welche systembildende Potenzial haben plebiszitäre Instrumente? In einer repräsentativen Demokratie können sie die Responsivität steigern, und das ist gut so. Plebiszitäre Instrumente können Systemblockaden auflösen. Bei uns haben wir oft Blockaden zwischen Bundestag und Bundesrat. In Dresden gab es mal eine Blockade zwischen denen, die eine bestimmte Brücke wollten, und die anderen, die sie nicht wollten. Solche Blockaden können durch Volksabstimmung durchaus aufgelöst werden, und das ist gut so. Das Risiko besteht, wenn man falsche Volksabstimmungen macht, wenn etwa Staatsoberhäupter Volksabstimmungen ansetzen können, dann können sie Themen wählen, die eigentlich austauschbar sind. Die Frage bei der Volksabstimmung lautet dann, liebt das Volk, will das Volk den Staatschef? Ja. Und dann hat der Staatschef eine frische Legitimität gegenüber dem Parlament. So ist Napoleon III. Vom republikanischen Politiker zum Kaiser geworden. Und hier führt dann plebiszitäres Demokratie praktizieren geradewegs in autoritäre Herrschaft hinein. Denn Volksführer werden dann oft Volksverführer, als Demokraten werden Demagogen, die sich über Plebiszite die Alleinherrschaft sichern. Schauen Sie nach Afrika, so mancher Staatspräsident hat Volksabstimmungen angesetzt, nach denen die Verfassung geändert wurde, dass er länger im Amt bleiben darf, dass am Schluss die Präsidentschaft auf Lebenszeit eingeführt wird, ja, und dann ließ er sich zum Präsidenten auf Lebenszeit wählen. Plebiszitär. Aber für Demokratie gilt, einmal ist keinmal. Einmal gewählt heißt nicht demokratische Legitimität. Lediglich die Angst vor dem Wahlvolk, organisiert über plebiszitäre Instrumente der richtigen Art und den Wiederwahlmechanismus, bindet politische Führer ans Volk zurück. Es kann auch durch plebiszitäre Instrumente, wenn man die falschen benutzt, nämlich die vorhin kritisierten von oben nach unten, Pluralismus eingeschränkt werden. Ein Staatschef einer Regierung organisiert eine Volksabstimmung zu irgendeinem Thema und sagt, Sie kennen jetzt den wahren Volkswillen. Und wer jetzt nicht genau das tut, was bei der Volksabstimmung vielleicht auch manipulativ unterstützt durchgekommen ist, der ist ein Feind des Volkes. Es ist schon mehrfach gestützt auf Volksabstimmungen Demokratie beseitigt worden, Pluralismus eingeschränkt worden. Das gehört leider Gottes auch zur Wahrheit plebiszitärer Demokratie. Und man sollte folglich nicht der Versuchung erliegen, ein wenig glauben wir schon an die Identitätstheorie von Demokratie, und weil eben doch nicht alle ständig Politik machen können, simulieren wir die Identität von Regierenden und Regierenden dadurch, dass wir pausenlos über Sachabstimmungen entscheiden lassen. Jeder heute gerne, jeder hat einen Computer zu Hause, jeden Tag in der Früh ergeht vom Bundeskanzleramt eine Liste von 15 Sachfragen, die das Volk am Computer abstimmen. Dann weiß die Regierung am Abend, was sie am nächsten Tag an Politik umzusetzen hat. Das ist irrational und führt in die ganzen Probleme des Abgleits in diktatorische Herrschaft. So viel zu plebiszitären Instrumenten. Ja, zur Begriffsprägung will ich jetzt nicht viel sagen, das können Sie sich selber anschauen. Auch diese Begriffserklärungen. Schauen wir noch auf zwei Kulturtypen von Demokratie. Der eine Kulturtyp nennt sich Konkurrenzdemokratie. Gemeint ist, dass politische Konflikte offen ausgetragen werden und mit Mehrheitsentscheidung abgeschlossen werden.
dann gibt es klare Konkurrenz von Regierung und Opposition. Und die Voraussetzung dafür ist immer ein großer Basiskonsens über gemeinsame Werte, gemeinsame Verfahren, gemeinsame Ordnungsformen und eine Tradition fairen Streits. Das ist das, was es anzustreben gilt. Konkordanzdemokratie ist vor allem auch nicht schlecht, es gemein ist, dass man Konflikte in langwierigen Diskurs- und Aushandlungsprozessen lösen, dadurch, dass man Kompromisse findet und Paketlösungen macht. Wenn Sie derzeit auf die Regierungsbildungsverhandlungen blicken, sehen Sie, was Konkordanzdemokratie in diesem ersten Anstrich meint. Zwischen den Parteien gibt es wahrhaft große Konflikte, man muss Kompromisse suchen und da, wo der eine was gibt, muss er vom anderen an anderer Stelle was bekommen. Die Folge, wenn man das zu lange praktiziert, sind vor allem die Elitenkartelle, wo jene, die gerne regieren, sich ihre Claims abstecken und nicht ins Gehege kommen. Und Opposition findet dann nur noch in ausgesparten Politikbereichen statt. Die Österreicher haben sich jahrzehntelang in den großen Koalitionen so regiert. Am Schluss haben sie den Rechtspopulismus geerntet. Gebraucht wird solches konkordanzdemokratisches Verfahren in Gesellschaften, die zerstritten sind, wo es keine belastbare Tradition gewaltfreien Streites gibt. Und ehrlich gesagt, Konkordanzsysteme, das sind genau ist eine zentrale deutsche Erfindung. Nach dem 30-jährigen Krieg, diesen furchtbaren Zerstörungen, war völlig klar, auf Streit können wir das Politikmachen im Reich nicht mehr gründen. Wir müssen Verhandlungen machen. Es dürfen die Katholen nicht die Evangelien nicht die Katholen zu majorisieren versuchen. Lieber einigt man sich gar nicht, als dass man dem anderen was aufzwingt und dadurch den Frieden gefährdet. Und dass unser deutsches System so konkordanzdemokratisch ist und wir es für ganz normal erachten, dass man sich nicht streitet und dann regiert die Mehrheit durch, sondern dass alle Betroffenen sich an einen Tisch setzen, aushandeln und man am Schluss einen Kompromiss findet, der allen hilft, das hat eben genau mit unserer deutschen Tradition zu tun. Riesige Konflikte haben unser Land zerstört und wir wollen es jetzt miteinander versuchen und uns nicht mehr ständig verfeindern. Demokratie hat auch bestimmte Grenzen, sie ist ein sehr voraussetzungsreicher Typ eines politischen Systems. Das erstrangige Interesse der Regierten ist im Übrigen gar nicht Demokratie, sondern dass sie gut regiert werden, weswegen bei Demokratiekrisen schnell der Ruf nach einer starken Führungspersönlichkeit erschallt. Besser ist immer noch ein starker Wille und eine starke Hand, als dass diese Parteien sich stets streiten und vor lauter Quassel nichts zustande bringen. Endlich muss mal einer durchgreifen, das kommt dann schnell auf. Folglich ist es gut, eine Demokratie so einzurichten, dass regiert werden kann. Dass wirklich in verlässlicher Zeit allgemein verbindliche Entscheidungen entstehen. Und es setzt ein materieller Rechtsstaat, wie das letzte Mal beschrieben, dem Demokratieprinzip absichtlich Grenzen. Demokratie endet dort, wo der Rechtsstaat beginnt. Und wo der materielle Rechtsstaat beginnt, hat auch der demokratisch legitimierte Gesetzgeber seine Grenzen. Und, wie in der letzten Stunde ausgeführt, das ist auch gut so. Gehen wir noch die letzten 6 Minuten auf Liberalismus ein. Liberalismus, eine politische Denkweise, die im 18. Jahrhundert im Zug der Aufklärungsphilosophie entstand, die im 19. Jahrhundert Staatlichkeit in Europa prägte, die mit dem Aufkommen des Sozialismus manches an Glaubwürdigkeit verlor und die leider Gottes in den letzten Jahrzehnten mit großem Fleiß in Verächtlichkeit gebracht worden ist, aber zu Unrecht. Die Grundüberzeugung des Liberalismus ist, und man merkt, es kommt aus der Aufklärungszeit, Menschen sind fähig zu Vernunft und Eigeninitiative. Menschen sind keine Trottel, die der Staat so mühsam indoktrinieren und lebenslang an der Hand halten muss. Menschen sind fähig zur Vernunft, man kann ihnen Macht in die Hand geben, man kann ihnen Entscheidungsmöglichkeiten geben, man kann sie wählen lassen, man kann sie Politik machen lassen. Menschen können das schon, wenn man Rahmenbedingungen dafür schafft. Die Leitidee des Liberalismus ist, es gibt den Staat um des einzelnen Menschen willen. Der Staat ist eine Organisation im Dienst von Menschen. Es ist nicht so, als ob es die Einzelnen des Staates willen gäbe. Damit der Staat stark ist, mussten die Einzelnen ihm Opfer bringen. Unser Staat hat eine wichtige historische Mission und folglich muss halt eine Generation dran glauben. Hauptsache die nächste Generation hat dann den Staat der Zukunft. Nö. Den Einzelnen gibt es nicht des Staates willen. Den Staat gibt es um des Einzelnen willen. Und der Staat ist danach zu beurteilen, ob er vielen Einzelnen nutzt
oder ob er sie verzweckt für gleich welche Staatszwecke. Die Folgerung ist dann, dem Staat sollen, und zwar ganz im Sinn des vorhin beschriebenen Subsidiaritätsprinzips, dem Staat sollen nur solche Aufgaben übertragen werden, die wirklich notwendig sind und die der Einzelne oder die Gesellschaft gerade nicht selbst erfüllen kann. Der Staat soll nur dann tätig werden, wenn niemand anderer es tun kann. An der Stelle merkt man, da sträubt sich in Europa das Gefieder, denn die Europäer haben eine andere Staatsvorstellung. Da ist der Staat sozusagen der große Vater, der gute Vater, der für Gerechtigkeit in der Familie sorgt, der die schwächeren Familienmitglieder schützt und so weiter. Für Amerikaner ist das selbstverständlich. Und zwar auch für die europäischen Amerikaner, was die Demokraten in den USA sind. Aber für dieses klar, der Staat soll nur das tun, was niemand anderes als der Staat kann. Und das Ziel von Liberalismus ist bei alledem nicht der schwache Staat, der nichts tun kann, er soll da sein, er soll Recht und Ordnung durchsetzen, Schutz nach außen, er soll Rahmenbedingungen für gute Politik schaffen, aber er soll nicht sein wie ein kastrierter Kater, nämlich fett und impotent. Also soll alles Mögliche machen, aber nichts richtig durchsetzen können. Der Staat soll wirkungsvoll sein. Es soll kein Staatsversagen geben. Und wenn der Staat überfordert ist, weil er nicht genügend Beamte hat, dann muss er seine Aufgaben eben reduzieren. Muss der Staat wirklich alles tun, was Private auch könnten. So, schauen wir auf die Leitgedanken eines rein liberalen Staates und dann sehen wir gleich auch manche Paradoxien. Ein rein liberaler Staat schafft Rechtsstaatlichkeit und innere Sicherheit als Grundlage der freien Selbstorganisation von rechtsgleichen Einzelnen. Ja, das ist der zentrale Leitgedanke. Er gewährleistet Sicherheit nach außen, denn das ist die Voraussetzung für freie gesellschaftliche Entfaltung im Inneren des Staates. Und dabei wird den Einzelnen viel zugetraut und viel abverlangt. Der Staat soll wirksam, aber schlank sein. Leitidee ist eine offene Gesellschaft. Tja, und das Ganze führt in mancherlei Probleme hinein, wenn nämlich halt nicht jeder gleich stark ist. Und in einem rein liberalen Staat mit Interessenkonkurrenz und Ellbogenkonkurrenz sich einfach nur über die Stärkeren durchsetzen. Da wird gerade der liberale Staat zur Veranstaltung der wirtschaftlich mächtigen und gesellschaftlich einflussreichen. Genau das hat der liberale Staat in seinen Höhezeiten in der Mitte des 19. Jahrhunderts gezeigt. Der Sozialismus entstand als Gegenreaktion auf den liberalen Staat, der sich um die einfachen Leute, um die aufkommende Arbeiterklasse nicht kümmerte. Weswegen dann in der späteren Entwicklung Liberalismus mit Sozialdemokratie verschmolzen ist, zum sogenannten Sozialliberalismus. Und aus anderen Gründen sind manche andere Teile mit konservativen Denkern zum Liberalkonservatismus verschmolzen. Aber davon reden wir mehr, wenn wir über politische Parteien reden. Jetzt sollte dasjenige klar sein, was auf dieser Folie draufsteht, nämlich wie man die Staatsmacht bändigt, was ihre Instrumente sind und gehen Sie durch, ob Ihnen alles das klar ist, was Ihnen jetzt klar sein sollte nach diesen zwei Vorlesungsstunden. Wenn ja, waren Sie mit Erfolg hier. Tschüss, bis nächste Woche.